Die Situation bei der Wiener Austria bleibt eine schwierige. Ich begrüße Sie zu Dein Verein. Freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und bei mir zu Gast heute Alexander Bade, der Sportkoordinator der Veilchen. Danke mal fürs Kommen. Seit Sommer sind Sie ja da. Könnte man vorstellen, Sie haben sich das alles auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Ja, natürlich. Die Gesamtsituation ist natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend. Und das wäre schöner, wenn das natürlich alles etwas erfolgreicher wäre, klar. Ja, haben Sie prinzipiell einen externen Sicht auf diese Dinge da bei der Wiener Austria? Als Deutscher, wenn ich das so sagen darf? Ja, natürlich. Ich habe natürlich nicht so den österreichischen Fußball verfolgt. Klar, seit ich mit Peter Stöger zusammengearbeitet habe, intensiver als in den Jahren vorher. Aber ansonsten ist das in Deutschland ja manchmal etwas schwierig gewesen, hier den Blick nach Österreich zu kriegen. Und deshalb habe ich schon einen Blick von außen ein bisschen. Ja, ist der auch gut? Ich meine, Peter ist ja sehr verwurzelt da bei der Wiener Austria. Ja, auf jeden Fall. Manchmal also zu vernarrt eben auch in diesen. Nee, ich habe hier in den Monaten, die ich jetzt schon hier sein durfte, habe ich einen sehr spannenden Club kennengelernt, der eine tolle Infrastruktur hat, perfekte Trainingsbedingungen. Die Akademie ist in unmittelbarer Nähe zu allen anderen Mannschaften. Also das Arbeiten an sich macht schon viel Spaß und ist auch zielfördernd. Aber woran krankt es dann, wenn wir über die Kampfmannschaft sprechen? Ja, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Themen. Aber das Augenscheinlichste ist einfach, dass wir einfach defensiv nicht die Stabilität haben, um Spiele dann wirklich gewinnen zu können. Ja? Ja, also auf diesen kurzen Nenner kann man es, glaube ich, bringen. Wenn man alleine sieht, dass wir jetzt gegen Aufsteiger Tirol in 3 Spielen 11 Gegentore kassieren, wenn wir insgesamt 25 Gegentore kassiert haben, dann ist das einfach für keine Mannschaft der Welt hilfreich, wenn man immer einen Rückstand hinterherlaufen muss, wenn man immer versuchen muss, Spiele auszugleichen. Das macht das alles einfach viel schwieriger. Wir haben nicht umsonst die beiden Heimspiele gegen Altach und gegen Sturm gewonnen, weil wir da einfach mal kein Tor kassiert haben und dadurch dann am Ende das Spiel auch gewinnen konnten. Aber sehen Sie prinzipiell Verbesserung? Der Trainer arbeitet ja doch schon einen Zeitraum mit der Mannschaft. Es gibt ein großes Team rundherum mit Analysten, mit Co-Trainern, mit allem drumherum. Wie ist denn das früher gegangen mit so wenig? Und irgendwie ist man ja doch nicht auf Kurs. Ja, natürlich sind viele Leute dabei. Man kann ja sagen, viele Köche verderben den Brei. Aber es ist auch schon wichtig, dass man unterschiedliche Meinungen hat, um sich dann auch wirklich weiterentwickeln zu können. Und wir diskutieren natürlich auch viel intern, sehen aber auch schon auch eine kleine Entwicklung in der Mannschaft. Also das, was wir vor ein paar Wochen vielleicht noch eingefordert haben bei den Jungs, da sehen wir schon einen Fortschritt. Und auch wie die Mannschaft jetzt zweite Halbzeit agiert hat, das fand ich auch sehr positiv. Weil es ist nun wirklich alles andere als einfach, als mit einem 0-2-Rückstand zu Hause gegen Tirol nochmal zur zweiten Halbzeit raus zu müssen. Aber da haben die Jungs schon eine Reaktion gezeigt und das stimmt uns dann für die Zukunft schon zuversichtlich. Passt das Korsett auch vom Trainer auf dieses Team umgemünzt? Das ist ja auch immer die Frage, die sich viele Fans auch stellen. Ja, dass wir insgesamt schon versuchen, in den nächsten Transferperioden die Mannschaft auch wieder zu verändern und vielleicht noch schlagkräftiger zu machen, das steht auch außer Frage. Wir haben den Spielern ja nicht umsonst jetzt Zeit gegeben, in den ersten Monaten sich zu zeigen und aufzuzeigen, wer den Weg mit uns mitgehen möchte. Haben das viele geschafft? Es gibt zumindest genügend, von denen wir das auch zutrauen, in Zukunft besser zu performen, als es zurzeit der Fall ist. Ja, es gab eben die dritte Niederlage jetzt gegen den Aufsteiger, ein 2:3 eben am Wochenende. Schauen wir uns noch mal die Highlights an. Martin Konrad, bitte. Auch im dritten Saisonduell lächelt am Ende nicht der Austria-Trainer Christian Ilzer. Für seine Mannschaft kommt zu Beginn knüppeldick. 4. Minute, 0:1 aus der Sicht der Austria. Der Ball von Branter und der Kopfball von Swoboda wird von Dzeko ins eigene Tor abgelenkt. Nur 80 Sekunden später der nächste Angriff der Tiroler. Die Flanke von Walch und Branter im zweiten Versuch erfolgreich. Die frühe 2:0 Führung für die Mannschaft aus Wattens, Tirol. Auch für Branter das erste Bundesliga-Tor.
In der zweiten Spielhälfte die Austria nach Pass von Marcinko durch Durschemann mit dem Anschlusstreffer. 52. Minute, alles wird spannend, alles wird offen, aber der Aufsteiger kontert durch den starken Rieder, sieht Dedic und der lässt sich diese Großchance nicht entgehen. 68. Minute, erneut 2 Tore Vorsprung für Wattens Tirol. 5 Minuten später, Fehler von Wattens Kapitän Oswald, kein Foul vom eingewechselten Sachs, dessen Flanke verwertet Mondschein zum 2:3. Sachs schneller als Oswald und Mondschein mit Saisontor Nummer 10. Am Ende aber zu wenig. Es gibt einen verdienten Sieg für den Aufsteiger aus Tirol, während bei der Austria so ziemlich alles stark ausbaufähig ist. Ja, und das war auch die 6. Niederlage im 12. Spiel. Man hat so viele Gegentore wie eigentlich noch nie erhalten. 6 Punkte hat man auch auf Hartberg, auf den 6-platzierten Rückstand. Muss man die Ziele überdenken? Nee, das werden wir auf keinen Fall machen. Wir wollen weiterhin in die Top 6 rein. Natürlich haben wir in den letzten beiden Spielen jetzt unsere einigermaßen gute Ausgangsposition. Mit 1 Punkt Rückstand haben wir natürlich jetzt schwer schlechter gemacht. Also jetzt haben wir 6 Punkte Rückstand und auch das schlechte Torverhältnis. Jetzt müssen wir schon stark kämpfen, um es tatsächlich noch zu schaffen, klar. Ja. Wofür sollten die Austria prinzipiell stehen? Unter Ihnen auch und unter Peter Stöger. Wie soll, wenn jetzt ein neuer Verein, ein neuer Fan kommt und sich ein Spiel ansieht, die Austria kennenlernt, für was soll dieser Verein stehen, der Fußball, den er da sieht? Ja, wir werden die sogenannte Vereins-DNA werden wir nicht verändern. Also wir wissen auch, dass unsere Fans weiterhin den sogenannten schönen Fußball sehen wollen. Das heißt, einen spielerischen Fußball, der technisch hochwertig ist. Das werden wir auch weiterhin versuchen. Wir müssen natürlich dann entsprechend auch die Spieler dafür haben. Und das werden wir in den nächsten Tagen und Monaten angehen. Auch durchgängig bei allen Mannschaften, auch der Akademie? Ja, dass wir natürlich Spieler am liebsten aus der eigenen Akademie. Ja, natürlich. Dass wir Spieler aus der eigenen Akademie am liebsten in unsere Kampfmannschaft führen möchten, steht außer Frage. Und das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon geschafft und wollen wir auch weiterhin tun. Und dass wir dann dafür auch eine durchgängige Philosophie, wenn Sie es so nennen möchten, brauchen, steht ja außer Frage. Wie darf ich mir denn eigentlich Ihre Rolle vorstellen als Sportkoordinator? Ja, wir sind ja ein Dreierteam. Der Peter ist unser Vorstand Sport und dann haben wir den Sportdirektor Ralf Muhr und meine Wenigkeit. Wir sind, wenn man es sich so vorstellen will, wie ein Trainerteam im Prinzip, dass wir dem Peter assistieren, ihm zuarbeiten und er am Ende die Entscheidung trifft. Das ist auf den kurzen Nenner gebracht. Ja. Sprechen Sie auch mit der Mannschaft oder ist es dann eben Trainerteam auf Peter Stöger und der teilt dann dem Trainer mit oder eben auch, wenn es Dinge gibt, an die Mannschaft? Ja, mit dem Trainerteam bin ich natürlich auch im Austausch. Jetzt direkt an der Mannschaft ist hauptsächlich der Ralf Muhr, weil er es in der Vergangenheit halt auch so gemacht habe. Das haben wir jetzt nicht verändert. Warum passt das zwischen Ihnen und Peter Stöger so? Dann nimmt sie da mit nach Wien. Muss ja Gründe geben. Auch private. Ja, wir verstehen uns gut. Unsere Frauen verstehen sich auch sehr gut. Wir haben auch in Köln schon viel auch privat unternommen. Und mir macht die Zusammenarbeit mit ihm einfach sehr viel Spaß, weil sie immer sehr zielführend ist, aber auch mit dem nötigen Schmäh, wie man ja hier in Wien so sagt. Den hat der Peter ja auch zu Genüge. Und dadurch haben wir immer sehr viel Spaß bei der Arbeit. Und er weiß auch seine Mitarbeiter sehr zu schätzen. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir hören mal rein, was der Peter Stöger über sie zu sagen hat. Erstens ist er ein richtig intelligenter Mensch. Also Grundintelligenz. Er ist ein sehr empathischer Mensch. Er hat unglaubliches Fußballwissen, Fußballsachverstand. Habe ja lange mit ihm als in seiner Position als Torwarttrainer zusammenarbeiten dürfen. War dann auch in Dortmund ein halbes Jahr als Assistenztrainer bei mir schon dabei. War auch für die Top-Talente in Köln und die Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft und der Nachwuchsabteilung, unser Bindeglied. Also der ist sehr vielseitig von seinen Qualitäten. Es hat alles damit zu tun, dass er sich halt im Fußballspiel richtig gut auskennt. Also das kann man
Ja, nicht von jedem Torhüter so, aber bei ihm ist es definitiv so, er ist weit mehr als ein Torwarttrainer gewesen. Es sind nicht alle Torhüter so, wie man sagt, dass ein Torhüter normalerweise ist. Ja. Aber der Alex Bade ist schon ganz anders, das stimmt. Ja. Ein Torhüter, der sich beim Kicken auskennt. Wollen Sie da mit einem Klischee aufräumen oder sind Sie echt der Einzige? Nö, da bin ich nicht der Einzige. Also ich glaube schon, dass auch viele meiner Ex-Kollegen inzwischen auch erfolgreiche Trainer geworden sind. Da gibt es ja genug Beispiele. Oder auch in anderen Positionen. Wir haben ja damals auch mit Jörg Schmadtke zusammengearbeitet. Das war ja auch ein Torwart. Also das war ja auch nicht so unerfolgreich unter seiner Ägide. Von daher glaube ich nicht, dass es nur Torhüter gibt, die das Spiel gar nicht verstehen. Ist ja ein Torwarttrainer, dann eben Co-Trainer, jetzt Sportkoordinator. Wo können Sie denn wirklich aufgehen? Welche Tätigkeit bereitet Ihnen denn auch am meisten Spaß? Oder wo wollen Sie noch hin? Jetzt haben Sie ja fast alles durch. Ja, also ein richtiges Ziel im Fußball ist immer schwierig, weil man natürlich immer darauf reagieren muss, was einem gerade angeboten wird und was gerade möglich ist. Prinzipiell kann ich mir immer sehr viele Sachen vorstellen, deshalb habe ich auch schon viele Sachen begleitet. Und es macht mir alles sehr viel Spaß, weil das Wichtigste ist, es geht um Fußball. Und deshalb ist die Position jetzt hier auch sehr spannend für mich, weil es jetzt im Prinzip alle Aspekte abdeckt. Ja. Und weil es gleich schwierig ist von Anfang an. Macht es sehr spannend, auf jeden Fall. Spannend wird es wahrscheinlich auch gegen den LASK, auswärts gleich dann am Sonntag im Topspiel, das bei uns natürlich live auf Sky zu sehen ist. Wie muss denn da die Mannschaft auftreten gegen den LASK, um da was mitzunehmen? Ja, der LASK ist super stabil in der Runde bis jetzt. Ist ja auch europäisch, zeigen sie immer wieder auf. Die spielen da wirklich eine ganz tolle Runde. Und da geht es darum, dass wir tatsächlich mal diese Stabilität, von der ich vorhin gesprochen habe, dass wir die auch in dem Spiel mal reinkriegen. Und dann müssen wir versuchen, den LASK irgendwie mit Kontern gefährlich zu werden. Und vielleicht da was mitzunehmen. Wird aber eine sehr schwere Aufgabe, keine Frage. Das bestimmt. Ich wünsche natürlich alles Gute für die Partie am Sonntag. Dankeschön. Gegen den LASK. Nächste Woche gibt es wieder Dein Verein Austria Wien. Bis bald.